So, ich bin ein bisschen überlastet. Ich muss ein bisschen was loswerden. Um 10. Okay. 10, 10, 10. Das sind 5. Das ist doof. Laubbläser. Oh, halt nur 2. Komm. Und dann noch Leiter rein. So. So, ciao. Oh Gott, da ist auch noch was drin in dem Schrank. Hier kam ich doch auch irgendwo raus, ne? Da. Okay, dann versuche ich jetzt mal eben schnell abzuhauen. So. Okay. Bringen wir erstmal ein bisschen was weg und dann geht's wieder in den Untergrund. Die Sache ist nur, ich weiß nicht, ob ich hierher wieder finde. Okay, hier war ich zumindest noch nicht. Das baut auf. Na gut. Also erstmal hier ihn hier. Ne? Erstmal ab nach Hause. Ab nach Hause ohne Pause. So, guten Tag, da sind wir. Schön, Sie gesund und wohlbehalten. Ja, bestimmt. Wer hat dich eigentlich programmiert, sag mal? 26 Nuklearflaschen. Das lohnt sich schon recht. Aber gut, das ist LKWs nachvollziehbar. Weg, weg, kusch. Ein bisschen Buhu machen will ich trotzdem. Ja, komm. Ich werde jetzt auch hier verkaufen. Ich werde jetzt nicht großartig erstmal wieder nach Rivet City oder so. Ah, schön ausgeschlafen. Willkommen zu Hause. Warum sagt er das? Warum sagt er, wir kommen zu Hause, wenn ich gehe? Die Chance hatte er. Jetzt nicht mehr. Okay. Jenny? Hallo. Hallo. Hey, was kann ich für Sie tun? Alles. Also, nein. Also, ne? Schon klar. Ihn hier hätte ich gerne. So, gucken wir mal. Weg. Oh. Fatman. Tja, Fatman. Hallo? Ich würde gerne... Was ist denn los? Hallo, 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 hallo. Was ist denn jetzt schon wieder los? Moment mal. So, versuchen wir es gleich nochmal. Okay. Nee, 18 ist keine gute Idee. So, 3 habe ich wahrscheinlich nicht. Nein. Doch. Danke. Viel Spaß. Den werde ich haben. Viel Erfolg. Den auch. So, Doc Brown. Meine Güte. Das war jetzt auf mehrere Arten komplett falsch. Gut, dann hätte ich jetzt hier den Raketenwerfer noch. Die Kronkorken wieder, genau. Achso, das wollte ich ja. Also wollte ich eigentlich. Aber ich wollte es halt. Soll ja bei mir in den Schrank. Das ist ein Stück. Na. So, meinetwegen. Komm. Sind Sie fertig? Das heißt also, dann werde ich nochmal ganz kurz, ehe ich zur lieben Myra gehe, erstmal kurz mein Gepäck. Sie haben Großes für diese Stadt geleistet. Ja, ich weiß. Ich weiß. Guck mal in die Toilette. Also Arztding haben wir auch hier, das ist schön. Danke. So, aber ich habe auch noch ein bisschen was zum Abgeben hier für meinen lieben Walter. Das tun wir nämlich auch gleich mal. Dann ist das Gepäck gleich wieder ein bisschen leichter. Und dann kann ich in diesem Old Oni, wie auch immer das heißen mag, dann richtig loslegen. Alles einsacken, was so geht. Hallo, Walter. Was darf's denn sein? Interesse an Altmetall? Also alles, nicht gratis. Nein, nein.
Ich kriege ja keine Erfahrungspunkte mehr. Also kriege ich jetzt Kronen. So, und Myra. Myra kriegt den Rest. War nicht mehr viel, aber immerhin. Hey. Machen Sie sich nichts aus dem Rauch. Okay. Reparieren, mein Helm. Mein Helm ist doof. Meine Kampfrüstung auch. Ach, die ganzen Todeskrallen. Ja, ja. Oh, warte, warte, warte. Hätte ich auch gleich die reparieren können. So. Alter. Mal gucken, wie viel ich... Okay, jetzt habe ich das Ding. Was? Nur eine Kampfrüstung hat sie? Oh, das ist aber doof. Ja, komm. Gute Jagd! Mehr nicht? Nur eine Kampfrüstung? Das ist ja doof. Naja. Muss ich wohl durch. So, dann wollen wir mal wieder zurück da hinten hin, wa? Was ist denn das hier nochmal? Hier ist... Oh, ich habe mittendrin einen Schrottplatz übersehen. Hoppla. Okay. Merken. Schrottplatz muss ich auch noch aufsuchen. Jetzt die Frage, wo bin ich denn hier? Aha. Oh. Also dort hinten ist der Eingang. Weißt du was, dann gehe ich erstmal da lang. Nur für den Fall der Fälle. Nicht? Ich dachte, das wäre hier gewesen. War es vor Ort? Nee. Okay, anscheinend hier nicht so. Weiß ich nicht, hat hier jemand versucht, Todeskrallen zu züchten? Oder wie soll man das jetzt hier deuten? Haben. Ne? Nur die Todeskralle wollte es nicht. Was ich dann irgendwie nachvollziehen kann. Ging es ums Überleben. So, ja. Ah. Genau. Also da lang muss ich und dann darum, genau. Da bin ich runtergefallen. Jawohl. Und hier war der Gulili. Ne, oder war der hier? Ich meine, dass ich das da hinten gesehen habe, das Gebäude. Gut, hier wohl nicht, weil hier ist kein Gulli. Jetzt muss ich doch nochmal auf die Karte gucken. Oh. Nee, da unten hätte ich hingemusst. Mist! Hier längs kann ich nicht rein. Zumindest scheine ich, da hinten ist noch eine. So, blödes Vieh, ich habe gerade eben meine Rüstung repariert. Was ist jetzt davon? Mann. Oh oh. Da ist noch irgendwas. Da ist noch eine. Kann ich nicht treffen? Nein, kann ich nicht treffen. Kann sie dann dadurch irgendwie? Nö. Krallchen! Krallchen! Geht nicht. Eben gerade ging's doch da durch. Hallo? Achso. Oh oh. Doch, okay. Hallo!
Da ist er. Hinterm Zaun. Los jetzt. Gut, haben wir es erklärt. Mich dünkt, ich müsste mal eben schnell... Oh. Die Waffe wechseln. Ah, am besten das Schwert. Das ist eine gute Idee. Da hinten sein, hinten gewesen sein. Also hier ist kein Viech mehr. Hier komme ich nicht rein. Das Haus sieht so besonders aus, deswegen. Mal ein bisschen umgucken, vielleicht vorsichtshalber, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Hm, okay, nee. Hallo? Da ist ein Haus. Da geht's rein, glaube ich, oder? Hier vorne? Nee. Oder ist das eine Tür? Ich will mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier müsste ich dann rein können. Nee, doch nicht. Kann ich nicht rein. Okay, na gut. Gehe ich trotzdem wieder hier zurück. Weil hier gibt's ja noch was zu holen. Licht anmachen. So. War ja noch nicht ganz leer. Diese Räumlichkeiten hier. So, rechts und links war ich schon. So, genau. Hier ist das Bettchen. So, dieser Schrank, da war wieder was drin. Und hier, die Sachen hole ich hier auch raus. So, soll ja nichts verkommen hier. Wäre doch schöner. Ach nee, ging's nicht. Ich meine, ging schon, aber nicht weit. Weiter. Also. Okay, gut, ja, toll. Das hat jetzt dann doch nicht so viel gebracht, wie ich gedacht hatte. Aber hey, es gibt auch Kohle. So, ja, dann war hier jetzt eigentlich nichts mehr groß. Dann kann ich jetzt ja mich eigentlich darauf halten, hier die Wall zu besuchen. Was ist denn da? Hier ist eine ganze Stadt noch. Aber ich sehe zumindest keine Todeskrallen. No Death Claws. Also kann ich hier mal ganz kurz gucken, was es hier so gibt. Nee. Kommt da nicht rein. Okay, hier gibt's nichts. Oh, ein Rasenmäher gibt's. Ja, immerhin. Messer. Messer. Da ist noch ein Grill. Sehr wichtig. Okay, das Haus da sieht so besonders aus. Weil es so alleine steht. Ganz alleine. Tja. Es wird hier auch immer so alleine stehen bleiben. Da ist eine Fabrik, da will ich aber nicht hin. Ich will zur Vault. Die ist jetzt ja... Die ist ja dank der Stradivari ist die ja... ausgeschildert, wollte ich gerade sagen. Also ist die ja... gemarkert. Hier was. Gehen wir mal ganz kurz da oben hoch, weil da drin war ich glaube ich auch noch nicht. Was denn da schon wieder? Bist du einmal nicht in der Nähe, ey.
So, die Vault ist da irgendwo. Gucken wir doch mal. Du hast da noch ein Haus. Da ist noch was. Oh, ein Albino-Skorpion. Ernsthaft? Ein Albino-Red-Skorpion? Oh, der hat aber noch einiges. Achso, der hat gegen eine Todeskralle gekämpft. Hallo, V! Achso. Spielt man nicht. Das ist schön doof. Ich bin ja das Essen gewesen. So, na gut. Also ist hier doch nicht so interessantes mehr gewesen. Außer jetzt noch eine tote Todeskralle. Nur mal kurz. Gucken. Warte mal, das da hinten sieht doch auch nach einem wichtigen Gebäude aus. Also eins nach mal an. Wie man vorstellen kann, dass hier wieder nichts ist. Hier ist der Eingang zur Vault. Ja. Okay, dann gucken wir da trotzdem jetzt erstmal nochmal. Das sieht so unglaublich wichtig aus, das Gebäude. It's look like it's very important. It could be. So I try to have a look. Und ich hatte recht. Hier gibt es ein Bügeleisen. Ja, also irgendwie... Boah, hätte ich es mir spannender vorgestellt. Okay, gut, ja. Gut. Okay, ja, wo müssen wir denn jetzt lang? Na gut, ist egal, an welcher Seite vorbei. Wann wer mich in der Vault erwartet? Oder was mich in der Vault erwartet? Was erwartet? Mich dort in dieser Vault. Ist wahrscheinlich zu. Die sieht auch wieder so unglaublich vielversprechend aus. Ja, alles Mögliche hier rumliegen lassen. Aber sie ist auch wieder offen. Wie gesagt, so unglaublich vertrauenserweckend. Was sagen? Wenn mich sowas am Eingang erwartet. Warte mal. Sorry, aber. Das ist nicht. Okay, das klingt nach Kakerlaken. Das ist noch nicht ganz so dramatisch. Ja, das Holoband höre ich mir gleich an. Okay. Professor Maleus. Ein Audioprotokoll. Okay. Erstmal das. So. Notizen. Bisher verläuft das Experiment genau wie geplant. Wir setzen die Ansässigen über das Lautsprechersystem weißem Rauschen mit extrem niedriger Frequenz in Richtung.
regelmäßigen Intervallen aus. Der Einsatz des schalldichten Aufnahmestudios und der Musiker war eine gute Idee. Ich ziehe den Hut vor dem Scharfsinn des Wallpack-Auswahlkomitees. Aha, schon wieder irgendein Versuch. Aber gut, das ist Wallpack. Das, so kennen wir es, so hassen wir es. Wallpack. Ach, da wollte ich gerade sagen. Was? Eine Blähfliege. Okay. Eine Mine, das war natürlich doof. Ich habe sie nicht gesehen. Das war noch döver. Vor allem nicht so auf die Schnelle. Ja, Mensch. Haben wir ja... Was haben wir denn hier? Da steht nichts. Okay. Stand auf jeden Fall mal was. Diesmal bin ich nicht drauf reingefallen. Okay. Bei dem anderen war das mal der Weg zum Reaktor gewesen. Also in der anderen Vault. Wo ich war, in der 108er. Irgendwo hier geht es immer zum Reaktor. Da geht es auch irgendwo hin. Irgendwo hin, was ich nicht lesen kann. Psst. Weiß, wer uns hören kann. Wohnquartiere. Ah. Klinik und Cafeteria. Ja, das ist alles hier sehr steril. Ich frage mich nur, was schlimmer wäre. Ist das hier die Kantine oder die Klinik? Wie gesagt, was so die Sterilität angeht, ist beides irgendwie gerade ein Graus. Aber hey, vielleicht war es damals wunderschön. Reaktorraum. Okay, gut, also in dem Falle geht es hier irgendwie in jede Richtung. Ich könnte mir vorstellen, in den Wohnquartieren, in Richtung Wohnquartiere, finde ich wahrscheinlich die Stradivari. Atrium. Classroom und Lab. Ach, das hier ist verschlossen. Dann schließen wir das mal auf. Oh, ich hatte doch gerade einen roten Strich gesehen. Reaktor. Vielleicht lohnt es sich eher hier reinzugehen und dann da hinten wieder raus. Okay. Das klingt nach einem Meierlock. Ich habe nur einen Schritt gehört. Was hat gereicht? Oh, das ist ein Jäger. Oh, voll auf die Finger. Oh! Voll was auf die Pfoten erstmal. Guten Tag.
Wen oder was gibt's hier? Oh Gott. Na toll. So leid. Moment, das haben wir gleich. Ich bin bei sowas nur unglaublich vorsichtig. So. Oh. Okay, ich habe auf jeden Fall mehr als genug Munition dafür. Weißt du was, dann nehme ich es doch einfach mal. Warum nicht? Da leuchtet ein grünes Lämpchen. Aber es tut nichts, dass es grün leuchtet. Ah, Technikerprotokolle. Problemticket 007. Okay. Beleuchtung auf Ebene B. Reparaturnotiz. Ich habe es, Zack, nicht nur einmal, sondern schon tausendmal gesagt. Hör auf, im Beleuchtungsnetz auf Ebene B die Vorschaltgeräte mit höherer Amperezahl zu benutzen. Sie überhitzen und brennen in nur wenigen Tagen durch, weil die Stromhähne da oben nicht korrekt installiert wurden. Ich musste 37 Vorschaltgeräte mit Typ K09A austauschen und für jedes einen Stromrichter einbauen. Ich werde die verpassten Abende mit dieser sexy rothaarigen Violinistin aus Frauenschlafsaal 7 6 Arbeitspunktekonto in Rechnung stellen. Aha. Frauenschlafsaal 7. Eine Violinistin, mein Gott. So, was denn dann nächste? Sicherheitsaufrüstung. Reparaturnotiz, Details überschrieben. Okay. Seltsamer Geruch im Klimaanlagensystem, aha. Das war krass. Als Vault-Tec die Anlage hier baute, wurde scheinbar entschieden, das Deponiesystem der Abfallentsorgung parallel zu den Klimaanlageschächten zu legen. An einigen Stellen korrodiert die Luftführungsanlage nun bis in die Abflussrohre, sodass jetzt Abfallprodukte in die Entlüftung sickern und den Gestank in der Männerschlafseelen 1, 2 und 5 verbreiten. Und so musste ich da reinkriechen und umfangreiche Flickarbeiten leisten. Selbst schuld. 10. Wandschäden auf Ebene D. Aha. Laufend. Ich habe Spannungsrisse und Wasserlecks in drei Bereichen auf Ebene D. Ich kann nur rückschließen, dass es irgendwo in der Nähe eine unterirdische Quelle oder einen See gibt, der Druck auf die Betonwände ausübt. Ich habe die Spannungsrisse bereits geflickt und sie mit den Metallplatten verstärkt, die wir normalerweise für den Fußboden verwenden. Ich schlage vor, wir rufen alle Techniker zusammen, um gemeinsam nach einer permanenten Lösung zu suchen, da wir andernfalls bis zu den Knien oder schlimmer im üblen Grundwasser versinken. Wie jetzt praktisch, ja? Was? Quietschender Bürostuhl. Oh Gott, na super, das klingt ja unglaublich wichtig. Diesen überaus ernsthaften Notfall hat sich sofort unser Elite-Techniker-Team angenommen. Umgehend eilten wir in Professor Mailers Büro und brachten den Flüssig-Schmierungseinspritzer zum Einsatz, in der Hoffnung, der uns drohenden Untergang abzuwenden. Okay, erledigt. Wir haben seinen verdammten Stuhl geölt. Ist es wirklich notwendig, für so einen Scheiß ein Problemticket einzureichen? Ja. Wenn ich jetzt fies bin, könnte ich sagen, sowas kenne ich. Hi, Schatz. Ciao, Schatz. Oh, guck mal, der kann Rücken schwimmen. Oder Kopfstand im Wasser. Ah, Munition hier zu lagern ist gar nicht so verkehrt. Fernab des Wassers. Meine Fresse, ist das hier... Ich hab dich doch gesehen. Sich der Tür verstecken, weißt du, du... Schlingel. Wir haben bessere Möglichkeiten, doch. Oh, kann ich jetzt aus dem Wasser raus? Oh. Endlich wieder trockene Füße. Oh, okay. Alles klar, jetzt bin ich wieder hier angekommen. Juhu. Jo.
Da geht es, wie gesagt, zu den Wohnquartieren. Ich will aber trotzdem nochmal ganz kurz gucken, wo es in die andere Richtung geht. Ja, das war doch cool. Also wie zu erwarten. Nice. Was? Ich wollte gerade sagen. Mach mal nicht. So, wie gesagt, da geht es im Reaktor. Wo geht es denn jetzt hier hin? Vielleicht auch zu den Laboren? Classroom, Equipment Room. Okay. Was ist das, der Classroom oder der Equipment Room? Na egal. Fliegen werden hier nicht geduldet. Soundtest. Ach, das ist bestimmt. Das ist bestimmt dann die andere Anlage. Ach, ey, ich weiß nicht. Wo soll ich jetzt lang? Okay. Weiß ich nicht. Nicht ganz so eine gute Idee, fürchte ich. Pappenheimer. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen was zu mir nehmen. Kommen die aus allen, einfach aus allen Ecken angekrochen? Hier. Was ist das? Kommen sie gleich zu viert. Hallo? Oh. Okay. Ja. 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 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Komm mal, Hapa. So. Finde ich jetzt gerade doof. Wegen einem Buch. Okay. Das ist der Reaktor. Und jetzt geht's los. Hier geht's raus, ne? Ja. Okay. Naja, gut, okay. Wir kommen noch ein bisschen voran. Also ein bisschen. Okay. Ich würde jetzt gerne wieder. Hier hin. Wie schon Tag. Und ich kriege nichts mehr von den Leuten hier. Wie sieht es mit meiner Charisma-Stufe aus? Vielleicht bin ich nicht mehr gut genug. Ich bin der Erlöser. Naja, immerhin. Aber es, ich bin anscheinend von euch nicht mehr gut genug. Jetzt bin ich den nicht mehr gut genug. So schnell kann es gehen. Erst ganz oben und jetzt ganz oben. Ich will trotzdem ein bisschen pennen gehen. Aber ich habe noch eine Holomarke. Eine hohle Marke, die werde ich erst auch nochmal am Schreibtisch verstauen. Dann muss ich die nicht immer die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Nee. Danke. Ach ja. Wie kann ich Ihnen die? Gar nicht. Wie sonst auch immer. Passt schon. Okay. Ja, ich bin anscheinend wirklich nicht mehr gut genug, dass ich hier jetzt immer Belohnung kriege, jedes Mal am Aufstehen. Aber auch Gott, ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Ich bin der Erlöser, das reicht. Das ist ein Anfang. Ah, hallo. Bin gerade ein bisschen beschwätzig. Geh schwätzig.
wieder der Helm, weißt du? Jo, zeig mal. Na, theoretisch hat sie ja eigentlich mehr als genug Kohle, die ich hier erstmal abnehmen müsste. Ja, okay, das bisschen, das kriegen wir auch so noch hin. So, okay. So, was haben wir denn? Das kann weg. Die behalte ich. Ach, komm, nein, kommt weg. So. Yay. Langsam alle zusammen. Gute Jagd. Und jo, du kaufst alles. Das habe ich festgestellt. Die kauft wirklich alles. So, neue Vault, neues Glück. Ich würde sagen, das war irgendwie ein nicht sehr vertrauenserweckendes Bild. So. Ich weiß nicht, irgendwie zieht es mich die ganze Zeit in die Wohnquartiere, aber ich will dann doch erstmal. Ich habe jetzt hier angefangen in dem Tonstudio. Weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Gehen wir erstmal dahin. Classroom, Equipment Room. Equipment Room, das kann halt natürlich auch sein, dass es dort halt auch. Ja, die Geige ist. Die Arschgeige. Da geht's in den Klassenraum. Guten Tag, klasse. Ist ja klasse. Das Buch will ich auch. Hier wird nichts übrig gelassen. Alles ist Geld wert. Zoe Hammerstein. Mhm. Zoes Gedanken. Es ist einfach wunderbar, von all diesen Talenten umgeben zu sein. Ich, die kleine Alte, die kaum die Violine spielen kann, inmitten der besten Musiker der Welt. Ich kann mein Glück noch immer nicht trauen. Heute war auch einfach fantastisch. Ich durfte eine ganze Symphonie aufnehmen. Haydns Symphonie Nummer 3 in D-Moll. Es war einfach wunderschön. Ich konnte mit den anderen Streichern kaum mithalten und trotzdem waren sie total nett. Sie waren keine arroganten Säcke oder so, sondern haben mich ermutigt, Das Beste war aber, dass alles aufgezeichnet wurde und man sich dann über die Studiolautsprecher selbst spielen hören konnte. Ich kann morgen kaum abwarten. Ich habe gehört, wir spielen ein Stück von Dvorak. Halt! Also Zoe, war das die. Das schien dementsprechend halt die Großmutter zu sein. Mir ist in letzter Zeit öfter ein bisschen schlecht. Ich fühle mich nach einer Sitzung im Studio irgendwie benommen. Es ist da so stickig drin, aber es lohnt sich trotzdem. Ich weiß, dass ich besser werde. Allein schon, indem ich den anderen Violinisten beim Spielen zuschaue. Es macht ihnen nicht mal was aus, mir ein paar Tipps zu geben. Heute Abend gehen ein paar von uns Mädels in den Freizeitsaal tanzen. Ich hoffe, dieser süße Soundtyp Parker kommt auch. Er ist göttlich. Okay. Mehr von Zoes Gedanken. Mir geht's gar nicht gut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Bin zum Dr. Bennings ins Büro, aber er sagt, er ist Stress und dass ich mich ausruhen soll. Ich glaube, ich war wie im Soundstudio. Bin müde, kann ihn mehr tippen, zittert total. Oje. Bitte hilf mir raus. Oh Gott. Diese komische Geräuschdinger, die scheinen es in sich gehabt zu haben. Sag mal, willst du mich verarschen? Wo war das denn jetzt? War ich hier drin? Oh, tatsächlich. Okay, gut. Jetzt bin ich dann doch zuerst hier hingegangen. Schon wieder das Maleus-Protokoll.
Die Situation gerät außer Kontrolle. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Vault zeigt Tendenzen von Wildheit. Ich vermute, dass unsere Geräuschexperimente einen schlafenden Teil ihrer Psyche geweckt und ihren primitiven Teil zum Vorschein gebracht hat. Ich habe das Gefühl, dass sich ihre Psyche auf andere Personen überträgt. Es war dumm von mir, die Experimente zu machen. Mehr als 35 Leute sind tot. Ja, Voltec ist grundsätzlich dumm, Entschuldigung. Aber da gibt's keine Ausnahmen. Einfach alle dumm. Dumm, 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 bidum, bidum, dumm, 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 dumm. Aha. Hier ist das Musizierzimmer anscheinend. Und da ist nicht das Aufnahmestudio. Ich dachte, ich hätte ja gerade Meyerle gehört. Ja, okay. Hier ist also der Proberaum. Das Klassenzimmer oder was auch immer man. Wie man es auch immer nennen möchte. Okay, da komme ich wohl nicht rein. Hallo. So, und von hier. Ja, okay, alles klar. Kann ich auch hier nochmal kurz rein. Und hier nochmal aufräumen. Schneller als die Augen. Oh. Lagerraum, ne? Staubsauger. Wurde hier drin aber nie benutzt. Ich sehe das schon. So dreckig, wie das hier ist. Nein. Jetzt, danke. Die wollte ich haben, okay. Staubsauger. Ja, kein Wunder, wenn sie da so rumliegen. Kein Wunder, dass sie nicht genutzt werden. So, wo geht's denn hier lang? Lack. Lab. Achso, Lab, nicht Lack. Wo geht's hier hin? Das Atrium. Hä? Alles klar. Alles klar. Das Atrium. Stimmt, das war ja auch nochmal eine extra Tür. Hey! Na, mein Großer? Warst du in der Küche, hä? Mitternachtssnack, wa? Ja, ja. Schlägt auf die Figur, würde ich nicht machen. So, so, so. Eine Jukebox, aber immerhin. Verschlossen, schwer. Komm, gucken wir mal. Oh, okay. Ja, die Richtung stimmte schon mal. Ja, okay. Ah, Lagerraum. Sehr gut. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Also, was Rotes. Ein Shave. Durchschnittlich verschlossen. Ich habe komischerweise mit den durchschnittlich verschlossenen Schlössern am meisten Probleme. So. Aber ich habe ja noch ein bisschen was gefunden. Ich würde mal ganz kurz gucken, ob ich da jetzt. Achso, den Baseballschläger. Stimmt ja. So, und jetzt geht's noch hier lang. Nee, warte mal. Doch. Ja, wie denn jetzt? Wie jetzt, hä? Ach, okay. Was hast du für die Zunge gebissen, oder was?
Hier wurde wahrscheinlich... Oh, Nikolai Tesla und ich. Ja. Wir beide. Best Friends. Audioprotokoll? Die 6. Ah ja, okay. Also nochmal danach. Ich kann nicht glauben, was ich entdeckt habe. Vor seinem Tod hat mir ein Mitglied des Sicherheitsteams alles erzählt. Der Aufseher hat diese mörderischen Absichten ohne mein Wissen der gesamten Bordbevölkerung implantiert. Mit Hilfe der Lautsprecher in den Schlafsälen, anstelle nur der in den Studios, hat er alle Schlafenden mit weißen Rauschen ausgesetzt. Dann hat er Kampftendenzen implantiert, die angeblich direkt von Bordtech kamen. Der muss völlig übergeschnappt sein. Ohne Tests, ohne Kontrolle. Ich werde ihn jetzt damit konfrontieren und ihn dafür bezahlen lassen. Die Hälfte der Worte ist tot. Die andere Hälfte kämpft um ihr Leben. Viel Glück uns allen. Möge Gott unseren Seelen gnädig sein. Ja, die Aufseher sind sowieso immer irgendwie die letzten Säcke. So, Studiocomputer. Aufnahmestudio öffnen. Studio in Standby-Modus, okay. Walt interne Post. Post. An Technikerpersonal. Parker Livingston, Studioleiter. Hey Jungs, ich bin nicht sicher, ob ein offizielles Problemticket gerechtfertigt ist, aber ich habe da auf meiner Soundanlage ein seltsames Tonhöhenüberlagerung oder eine seltsame Tonhöhenüberlagerung bemerkt. Es ist fast wie ein anderes Signal, das vielleicht aus dem Walt-Sprechlagennetz, Sprechanlagennetz oder den Kommunikationsgeräten sickert und sich über alle Aufzeichnungen lädt. Es ist kaum bedenkbar, aber bemerkbar, aber ich kann es definitiv auf meinem Oszilloskop sehen. Haben wir auf Ebene C irgendwelche Querverdrahtungsprobleme oder fehlerhafte Kabelisolierungen? 44. Hilda Egelbrecht, Parker Livingston, Studioleiter. Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, Ihnen zu Ihrer grandiosen Aufnahmesitzung heute Nachmittag eine Walt-interne Nachricht zu senden. Der Sound, den Sie Ihrer Stradivari entlocken, ist ohne Einschränkung das Unvergesslichste und Herrlichste, was ich jemals gehört habe. Könnten wir uns morgen Abend vielleicht treffen und uns diesbezüglich im imitierten, intimeren Rahmen austauschen? Ah, okay, die hieß Hilda, stimmt. Hilda. Hi Hildi, ich wollte dir nur eine kurze Nachricht schicken. Unsere gemeinsame Sitzung gestern war wunderbar. Ich bin froh, dass sich die Studiotüren schließen lassen, sonst hätten sich deine steifen Musikkollegen vielleicht über unsere innige Zusammenarbeit pikiert. Vergiss heute Abend nicht, dein erlesenes Instrument und natürlich auch deine Violine mitzubringen. Ich habe da eine Idee, was wir mit dem Bogen anfangen könnten. Eine neue Methode, die ich schon immer mal ausprobieren wollte. Violine! Violine! Aufnahmestudio öffnen. Studio im Standby-Modus. Ah, Violine!